Liebe Lehrerinnen und Lehrer, wenn ihr wieder mal so einen Tag habt, an dem ihr in die Schule kommt oder schon vorher wisst, dass ihr einfach so viel Arbeit habt und gar nicht wisst, wo ihr beginnen sollt und denkt, ich werde niemals mit all dem fertig, dann ist es eine der aller wichtigsten Regeln, dass ihr nur ein Ding aufs Mal macht. Im Englischen sagt man auch, do one thing at a time. Es gibt so viele Studien, die zeigen, dass in Unternehmen, bei der Arbeit, in der Schule, wo auch immer, dass Multitasking oder Ablenkungen einer der größten Zeitfresser sind und einer der größten Produktivitätsfresser sind. Das heißt, wenn du versuchst, gleichzeitig Dinge zu machen, auch unbewusst, du korrigierst gerade irgendwelche Schülerbeurteilungen und plötzlich fällt dir ein, oh, ich sollte noch das E-Mail schreiben und ich sollte noch das machen, machst du das ganz kurz? Hast du es in 5 Minuten vielleicht gemacht, aber bis du wieder zurück bei deiner Arbeit bist, wo du volle Konzentration brauchtest, bei dieser Korrektur von dieser Arbeit beispielsweise oder irgendeine andere wichtige Arbeit, dann brauchst dein Gehirn wieder 5 oder 10 Minuten, bis du wieder voll bei der Sache bist. Und jedes Mal, wenn du das tust, dann kumuliert sich diese verlorene Zeit und am Schluss des Tages hast du wieder 1-2 Stunden verloren. Oder es kommt jemand plötzlich und stellt dir eine Frage und dann bist du wieder 10 Minuten in diesem Gespräch und bis du wieder zurück bei deiner Arbeit bist, braucht dein Gehirn wieder ein paar Minuten. Und so verlierst du so viel Zeit, weil du versuchst zu multitasken und du lässt dich zu fest auf Ablenkungen ein. Sogar Ablenkungen, die du selbst verursachst. Und wenn du nur ein Ding aufs Mal machst und dich wirklich voll drauf konzentrierst, wirklich präsent bist, dann wirst du bessere Arbeit leisten, du wirst schneller fertig sein, du wirst weniger Fehler machen und das Allerwichtigste ist eigentlich, du wirst mehr Ruhe kriegen. Weil wenn du gestresst bist und versuchst, möglichst alles schnell und schnell fertig zu machen und hopp, 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 dann machst du mehr Fehler, du lässt dich zu schnell ablenken, wieder von anderen Dingen und am Schluss kommt das Resultat einfach schlechter raus. Und du brauchst viel länger für alles und musst gewisse Dinge ein zweites Mal, drittes Mal vielleicht sogar machen. Und das Gleiche gilt dann auch, wenn du in den Unterricht gehst. Wenn du in den Unterricht gehst und die Schüler unterrichtest, und selbst wenn gerade ein Zeitfenster von 15, 20 Minuten ist, wo die Schüler selbstständig vielleicht gerade eine Aufgabe lösen, wenn du dich entscheidest, in der Zeit etwas für dich zu machen und Schüler dann kommen, dann sei vielleicht auch mal bereit zu sagen, frag mich in 10 Minuten nochmal, versuch die Aufgabe wirklich selbst zuerst zu lösen. Oder andersrum, sei wirklich da bei den Schülern. Wenn du sagst, die Schüler brauchen meine Unterstützung, dann sei wirklich da, wenn sie dich fragen kommen. Geh wirklich auf sie zu und hör ihnen richtig zu. Sei da und vergiss in dem Moment all das, was dich sonst stresst, deine ganze To-Do-List und sei wirklich präsent. Schau den Schülern in die Augen und zeig ihnen, dass du wirklich zuhörst. Und wenn du ihnen genau zuhörst und wirklich nicht nur auf sie konzentrierst, dann wirst du auch viel die bessere Antwort geben können und ihnen viel besser helfen können. Also einfach ein Ding aufs Mal zu machen, dann wirst du einfach viel bessere Arbeit leisten, du wirst schneller vorankommen und du wirst mehr Gelassenheit und Ruhe bei der Arbeit zeigen und schlussendlich einfach auch zufriedener sein. Und wenn der Arbeitstag um 5, 6 Uhr zu Ende geht und du wirklich nicht mehr kannst, du hast viel getan, dann lass es auch mal sein. Du kannst am nächsten Tag weiterarbeiten. Es gibt fast nichts, wo es um Leben und Tod ginge. Die Arbeit kann auch mal liegen bleiben, lass es in der Schule. Wenn du deine 8, 9, 10 Stunden durchgearbeitet hast mit vielen jungen Menschen, das viel Energie kostet, aber du warst wirklich präsent und das, was du getan hast, hast du gut gemacht, dann lass es auch mal sein und schau, dass du wieder zurückkommst, damit du am nächsten Tag wieder voller Energie hast, um wieder ein Ding aufs Mal zu machen und erst dann das nächste zu machen. Wenn du mich und meinen Kanal unterstützen willst oder einfach mehr lernen willst, besser in deinem Beruf werden möchtest oder einfach ausgeglichener sein willst, dann benutzt doch einen der Bücherlinks unten für Amazon und hol dir ein gutes Buch, sei es eines dieser Bücher oder ein anderes Buch, das dich dann interessiert. Und so kannst du mich auch unterstützen, weil ich dann eine winzige Provision erhalte für alles, was du bestellst. Müssen auch nicht Bücher sein, kann auch was anderes sein, aber lern einfach mehr für dich selbst dazu. Hol dir ein gutes Buch, das wirklich dich interessiert, damit du das Gefühl hast, da habe ich ein Bedürfnis, damit du einfach besser bei dem wirst und zufriedener mit dem wirst, was deine Ziele sind im Leben und bei der Arbeit natürlich. Wir sehen uns nächstes Mal. Macht's gut, schönes Wochenende oder schönen Tag, was auch immer. Bis nächstes Mal. Ciao.